Heute gehen die Arena-Leiter Rematches in die nächste Runde und dafür steht Sandra auf dem Plan. Wir brauchen ihre Telefonnummer, aber dafür müssen wir erst einmal eine Interaktion mit unserem Rivalen starten. Wir müssen irgendwie gegen ihn kämpfen oder so und dann nochmal gegen Siegfried. Ich habe es nicht genau verstanden. Stand irgendwie Teamkampf da, weiß nicht, ob da ein Doppelkampf gemeint ist. Was ist los? Bist du gekommen, um mich beim Training zu begaffen? Tja, jetzt laufe ich schon wieder den weiten Weg, um hier ein paar geheime Tricks zu holen. Und was ist? Dieser Pseudo-Weise hat mir gar nichts beigebracht, außer ein paar Sprüche. Dann trainiere ich eben hier meine Pokémon, wenn mir sonst nichts bleibt. Okay, doch ein Doppelkampf hier. Sei gegrüßt, Merlin. Und ich, dich kenne ich doch aus der Team Rocket Basis. Du hast dich wohl bis jetzt versteckt? Diesmal mache ich dich alle los. Los, ich kämpfe dir. Ruhig, Blut. Kein Grund, gleich so zornig zu werden. Ich war in Eile und entschuldige mich für mein Verhalten. Aber wenn es ums Kräftemessen geht, bin ich niemals abgeneigt. Ah, ich habe eine wunderbare Idee. Wie wäre es mit einem Kampf 2 gegen 2, wenn wir schon mal alle hier sind? Ha, war ja klar. Du siehst ein, dass du allein gegen mich keine Chance hast. So würde ich es nicht sagen. Ein Kampf zu viert erscheint mir einfach vergnüglicher. In Ordnung, Merlin. Gibst du mir... Gibst du mir erneut die Ehre? Gut, dann sind du und ich ebenfalls Partner. Machst du Witze? Ziehe dir zuerst mal was Anständiges an, bevor ich mit dir kämpfe. Alter, die Alte weggebumst hier. Hey Merlin, komm du in mein Team. Los, wir zeigen es dem alten Siegfried. Und danach ist dein Bruder Roy dran. So, Doppelkampf. Okay, shit. Warte mal, wir haben... Ich habe jetzt hier das genau. Ich habe mir einen VM-Sklaven mal reingeholt. Und der ist an Stelle Nummer 1 ein 26er Garados. Wow, was... Warum ist denn das scheiß Garados auf 68? Was ist denn hier los? Gottverdammt nochmal. Impergator auf 60. Habe ich hier was verpasst? Ist hier irgendein Zug abgefahren? Ey, sag mal. Und die Sandra wahrscheinlich nur auf 52? Alter, hier ist irgendwie verkehrte Welt oder... Erstmal alle schön bedroht. Ja, ist nett. Ist nett. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier was bringt, auszuwechseln, weil dann fressen wir mit dem nächsten Pokémon gleich wieder Schaden. Da würde ich jetzt einfach mal angreifen. Wir gehen eh down, ne? Gucken wir mal an, der greift uns gleich an. Der Eiszahn wird locker reichen. Wir sind ein Wasserflug-Pokémon. Und dann können wir voll geheilt mit dem nächsten Pokémon rein. Ja, bisschen blöder. Bisschen holpriger, blöder Start. Aber ist schon okay. Und er greift mit Eis an. Das ist sehr gut. Vielleicht reicht es ja direkt hier für Dragonier. Nein. Das reicht nicht. Aber es schreckt zurück. Sehr schön. Und ich würde jetzt einfach mal Magneton nehmen. Damit wir das blöde Garados mal hier aus dem Rennen zünden können. Ja, also auf 68, wenn der Siegfried hier noch so Pokémon zündet. Dann weiß ich ja nicht. Ob wir gleich Ladungsstoß machen oder das Ding erstmal Donnerwellen. Ich würde gleich mal Ladungsstoß probieren. Wir greifen zwar alle an, aber wird schon okay sein. Der greift uns an und Kaskade. Oh, und Wasserattacken. Ich glaube, die setzen uns ziemlich hart zu. Ja, doch, das kann man aushalten. Ist okay. Also sind wir der Langsamste auf dem Feld oder was ist hier los? Gut, Dragon hier down. Dann können wir uns jetzt um Garados kümmern. Mal schauen, was Sandra da noch reinschickt in den Kampf. Erstmal Level 58, noch einen kleinen Boost. Den nehmen wir mit. Ja, plus 3 Spezialangriff. Da kommt der Ladungsstoß mit der gehörigen Portion Pfeffer daher. Aber das wird nicht reichen. Das 10 Level stärker, der Kollege. Wenigstens Half-Life hier. Das sieht ja gut aus. Das sieht ja... Oh! Setzt der jetzt einen Trank ein oder was geht bei dem jetzt ab? Und für Impergator wird es reichen, ne? Das reicht einfach mal für Impergator. Hier war ein Volltreffer. Ciao. Ja, tut mir leid, mein Kollege. Schick dir ein X-Bad rein. Warum? Warum? Ich will hier mit Elektroattacken angreifen und wir haben nur den Ladungsstoß. Hier, Donnerwelle. Ja, es ist das Einzige, was hier bleibt. Tut mir leid, Kollege, aber ich muss deine Pokémon hier K.O. hauen. Was anderes habe ich jetzt nicht. Wenigstens ist Garados schon mal weg hier. Alter, ne? Die haben ja hier nur zusammengenommen 6 Pokémon. Also
Wenn ja jeder Trainer mit 6 Pokémon antreten würde, wäre schon eine Hausnummer. Wenn der Siegfried mit seinen 6 Pokémon in den Ring steigen würde, Alter, der würde uns killen. Magneton ist jetzt auch da und ciao. Kollege. Haben wir noch was? Gegen Sedra King. Der wird doch bestimmt Eisattacken zünden wollen, ne? Aber ist da gar nicht Typ Drache, oder? Ist das hier so ein Fake-Drache? Oder ist Sedra King dann Drachen-Pokémon? Weil die Vorentwicklungen ja nicht... Alter, was hat der Glurak hier? What the hell? Und wir haben Rosanna. Die Gebieterin und das Glurak ist schon wieder auf 68. Ich könnte heulen, du. Wäre jetzt Gestein oder Boden geil. Haben wir jetzt aber gerade nicht im Ring. Blizzard. Oh, geht auf beide. Nice. Auch wenn der auf Sedra King jetzt nicht so ultimativ krassen Schaden macht. Genau, genau. Erstmal. Wen machst du, Glurak? Nein, Sedra King macht er. Okay. Okay. Glurak Flammenwurf, Alter. Du hättest mal das Glurak verwirren sollen. One-shottet der Kollege uns jetzt. Ah, scheiße, ne? Das ist scheiße. Warum ist er ja so stark? Die Arena-Leiter-Rematches, die waren auf Level 60 und der ist auf 68. Also die letzten beiden Arena-Leiter, Kai und Major Bob, hatten, glaube ich, das stärkste Pokémon auf Level 60. Warum jetzt so stark? Können wir aber Morlord nehmen, ja? Hier ein Erdbeben, da treffen wir sogar unseren Teamkollegen nicht. Jetzt Erdbeben hier, Kollege. Windschnitt geht daneben, aber trifft auf beide, okay. Das ist okay, macht aber nicht so viel Schaden. Jetzt greift der X-Bad an, sehr schön. Morlord bleibt ein bisschen stehen. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, und X-Bad muss auch ganz schön schlucken. Sedra King ist verwirrt und haut sich selbst K.O. Nee, das wird nicht reichen hier. Und jetzt Erdbeben hat keine Wirkung auf X-Bad, keine Wirkung auf sie. Oh, leck mich, das ist... Was? Liegt das daran, weil das ein Flug-Pokémon? Warum wirkt das nicht auf Glurak? Hat der Schwebe oder warum? Ist doch Feuerflug hier, der Kollege. Was geht denn hier ab, Alter? Leck mich doch fett. Das kann es ja wohl nicht sein. Level 68er Pokémon und dann noch so eine Scheiße hier. Sedra King wenigstens down. Sandra hat nur noch ein Pokémon. Kümmern wir uns erstmal um Sandra und dann irgendwie den Siegfried ein bisschen zwischen die Beine schlagen. Das wird dann schon passen. X-Bad geht jetzt down. Hat unser Mitstreiter hier auch nur 3 Pokémon zur Verfügung? Oder hat er alle seine Teamkameraden am Start? Das ist jetzt hier die Frage, Alter, was ist das hier? Gengar hat er, okay. Gengar und er... Dragoran. Auf Level 60, okay. Boah, ich würde den anderen Kollegen auch gleich mal eine Mütze Schlaf gönnen. Air Protected erstmal, okay. Können wir nichts tun? Da können wir nichts tun hier. Flammenwurf, er greift auf Gengar an. Das ist sehr schön, dass wir hier cool live bleiben. Und kann Gengar das wegstecken? Oh. Darf zwar angreifen, aber... Wird jetzt auch nicht so viel Schaden machen. Ja, ist jetzt auch nicht so dolle. Aber eine Vergiftung, das... Ah, jetzt kann er nicht mehr einschlafen. Aber die Vergiftung ist geiler. Die Vergiftung ist definitiv geiler. Und er wird dann wahrscheinlich nicht auf eine Top-Genesung gehen. Hat er ja vorhin auch nicht gemacht. Ich denke mal, vielleicht können die ja gar nicht sowas einsetzen oder so. Schläfern wir erstmal noch Dragoran ein. Weil 2 gegen 1 wird, wenn dann scheiße, ne? Donner, du kleiner Sack hier. Na, hast du gedacht, dass du mich mit einer Elektroattacke richtig auseinandernehmen kannst, ne? So, Dragoran, kann man das? Erdbeben, kann man das mit Erdbeben treffen? Auf Glurak hat es ja auch keine Wirkung, das verstehe ich nicht so ganz. Und ja, wir stehen jetzt allein auf weiter Flur. Okay. Feuerodem, jetzt gehen wir down, okay. Aber wir haben selber noch einen Dragoran am Start auf Level 57. Und das Gegnerische schläft jetzt auf jeden Fall ein. Und das können wir jetzt erstmal schön wegräumen. Glurak geht auch gleich down, also es geht schon. Müsste in die richtige Richtung gehen hier, auf jeden Fall. Dragoran auf 57. Schauen wir mal,
dass wir das Dragoran erstmal wegbekommen. Ja, wir haben ja Drachenstoß. Oder wir killen? Killen wir Glurak? Nein, da kommt da gleich das nächste Pokémon von Siegfried rein. Ich würde erstmal hier das Dragoran wegräumen. Luftschnitt. Ey. Das reicht hier, Kollege. Mach mal Drachenstoß. Der trifft zum Glück. 75er Genauigkeit ist am Start. Und Half-Life ist schon mal da. Oh, da bleibt stehen. Der bleibt stehen, der Kollege. Okay, jetzt aber Turbo-Tempo auf Dragoran. Und dann ist das Vieh schon mal weg und Sandra hat keine Pokémon mehr. Nur noch Siegfried. Okay, haben wir das schon mal. Glurak geht jetzt auch gleich down. Die Vergiftung zieht ihm sämtliches Leben raus und der Hyperstrahl wird uns wahrscheinlich auch einiges rausziehen. Uiuiui. Jetzt heißt es 1 gegen 1. Ein Level 55er Pokémon gegen 68er. Wird wahrscheinlich so werden, ne? Ja, wir haben jetzt nur noch hier einen 55er Heiko. Ich habe übrigens alle meine Pokémon auf mindestens Level 55 gebracht. Eigentlich, damit wir in den Arena-Leiter-Rematches gut dastehen. 75er! Warum hat er einen 75er Dragoran? What the hell, Alter? Das ist ja nicht mehr feierlich hier. Boah, das müssen jetzt alle Top-Leber her. Ich würde dann als erstes mal Donnerwellen, damit der geparat ist, der Kollege, ja, und nicht mehr zuerst angreift und vielleicht gar nicht angreift durch Fullpara. Draco Meteor. Eine Drachenattacke, die ziemlich hart reinscheppert. Reicht die schon? Also ich könnte aushalten, wäre nicht verkehrt. Ich würde noch ein Pokémon heilen. Okay, es reicht nicht. Spätangriff sinkt stark. Ach du Scheiße, warum ist denn der auf 75? Auf 75 ist der. Ich glaub's ja nicht. Outspeeden werden wir auf gar keinen Fall. Aber es bringt jetzt auch nichts, einfach immer wieder zu heilen. Der hat Feuerschlag, der Kleine. Oh nein. Digga, was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich gegen Sandra kämpfen, aber das ganz normale Arena-Leiter-Rematch gegen Sandra machen. Aber das ist ja hier wohl die Krönung mit einem 75er Dragoran, kommt er hier an. Das sagte ja vorher auch keiner hier. Oi, hä? Jo, was machen wir denn da? Was machen wir denn da hier? Ein bisschen Zeit wäre ja noch. Das kann es ja nicht sein. 75. Warum ist der so stark, der kleine Sack? Ist er dann auch in dem Pokémon-Liga, sagen wir mal, Rematch so stark? Sind die Rematches dann auch so krank stark in der Pokémon-Liga? Brauche ich dann auch so ein hohes Level? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber das kann es ja nicht sein, dass der hier so abgeht. Wir haben ja hier, ja, Level 26er Gyarados auf jeden Fall am Start. 57 war 58 unser stärkstes Pokémon, ja. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ob sich das... Dann wird es ja nicht, dass es dann zu einfach wird, wenn wir jetzt ein Pokémon, wenn ich jetzt ein Pokémon auf Level 75 trainieren würde. Weiß ich nicht, ob dann der Rest zu einfach wird, wenn wir die Pokémon-Liga dann nochmal mit Dragoran machen wollten. Was ich schon gern mitnehmen würde. Ich würde schon gern Dragoran mitnehmen, für Siegfried dann eben. Aber ob 75 dann dort zu stark ist, das weiß ich jetzt nicht. Oder ich versuche mal noch eine andere Telefonnummer ranzuschaffen. Ihr werdet sehen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mir die Nummer von Arena-Leiter Hartwig aus Anemonia City zu besorgen. Und ich habe ihn schon angerufen, er müsste im Dojo bereitstehen. Versuchen wir doch mal gegen ihn zu gewinnen. Wenn es schon nicht gegen Siegfried wird, dann vielleicht gegen Hartwig. Oh, hallo, da bist du ja. Jetzt kriegst du die Früchte von 24 Stunden Spezialtraining zu schmecken. Was hat er noch gleich für Pokémon? Ah, Wasser oder Kampf oder sowas, ja?
Ja, leider hat ich 6 Pokémon schon mal am Start. Medital ist ja ein Kampf-Psycho-Pokémon. Da können wir jetzt mit Togekiss eigentlich fliegen. Oder Psycho. Ja, aber selber Psycho-Pokémon, ne? Weiß jetzt nicht. Vielleicht Psycho, Sondersensor. Mal schauen. Mal schauen, wie es aussieht, ne? Was hier abgeht. Ob wir sehr effektiv treffen. Also gegen Kampf ja eigentlich schon. Aber wenn er selber Typ Psycho ist, dann wohl eher nicht. Gehen wir doch auf Fliegen. Vielleicht ist das ein probateres Mittel als das, was wir eben eingesetzt haben. Ich hab's vergessen. Haha, Alzheimer. So, jetzt fliegen hier. Komm schon, Kollege. Mach das Ding fertig. Okay, das reicht. Sehr schön. Guter Treffer. Ein Volltreffer hier. Erstes Pokémon down. 5 hat er noch übrig. Ja, von der Reihenfolge her müssen wir das halt dann, würde ich das so handhaben, dass wir halt Sandra erstmal außen vor lassen und diesen Doppelkampf, diesen Vierfachkampf quasi, dass wir den erstmal außen vor lassen und den zeitgleich ungefähr mit dem Trainer Rot da verbinden, weil wenn der mit einem 75er Pokémon aufschlägt, der Siegfried, sind wir auch nicht mehr weit von Trainer Rot entfernt. Also erstmal alle anderen Arena-Leiter Rematches absolvieren. Vielleicht ein Pokémon-Liga-Rematch, weil er, ich glaube, da ist er noch nicht so stark wie in der Höhle. Ja, muss ich nochmal schauen. So würde ich das jetzt denken. Mal schauen, ob es so wird. So, jetzt hier ein Rasa. Das ist ein reines Kampf-Pokémon. Können wir, denke ich, auch Psycho machen. Oder war Psycho überhaupt auf Kampf effektiv? Oder habe ich hier eine vollkommene Fehlzündung im Hirn? Ja, doch, sieht ganz gut aus. Kann man machen. Das war auch ein Volltreffer. Sehr schön. Sehr effektiv. Rasaf down. Togekiss Weltklasse hier. 2 Pokémon schon gelegt. Jetzt ein Karpilz. Oh, ist das Kampf? Pflanze. Pflanze, Kampf. Oh, da ist eigentlich Fliegen optimal hier. Müsste eigentlich vierfach effektiv treffen. Schauen wir uns das mal an. Aber trotzdem hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Doppel- bzw. Vierfachkampf in der Drachenhöhle, auch wenn wir verloren haben, war sehr interessant, war sehr cool zu sehen. Toxic Orb, kleiner Sack und ein Delegator auch noch, Alter, ne? Fliegen, ja, wir machen jetzt erstmal nur den scheiß Delegator kaputt. Das ist ja ekelhaft hier, das Vieh, ne? Was macht er denn jetzt? Wie greift er an? Power Punch, genau. Genau. Genau ausgeklügelt, der kleine Sack hier. Ey. Aufheber, Alter, ne? Geht er jetzt wieder auf den Delegator oder verstärkt seinen Fokus? Na, ist ja wunderbar. Macht das ruhig. Power Punch ja 2 Runden, ne? Der geht aber jetzt definitiv daneben. Haha, du kleiner Sack. Dafür ist er fast wieder full life. Verstärkt wieder seinen Fokus. Geht wieder drauf. Aber wir können dich jetzt, denke ich, one-shotten. Inklusive der Vergiftung vielleicht schon. Sieht gut aus, sieht gut aus. Yes, das können wir so stehen lassen. Karpilz down, drittes Pokémon weg. Hat er nur noch 3, der Hartwig. Nocturne. Ja, ob wir mit Togekiss noch was legen können hier? Ist auf Level 56. Was haben die Gegner? 52. Ja. Das ist gleich wieder eine ganz andere Welt hier. Das ist gleich wieder eine ganz andere Welt. Im Gegensatz zu 68er bzw. 75er Pokémon. Mal einfach mal so sagen, ne? Ganz andere Welt. Okay. No, oh, ist Doppelteam. Das hätte mich jetzt locker K.O. hauen können, aber okay. Na gut, wenn wir da nicht treffen, ist natürlich auch nicht so geil. Ey, der will auch Power Punch machen, der Kleine. Yeah. Oh, wir... Den Sondersensor gleich mal gemisst mit einem Doppelteam, ne? Schade. Ja, aber Togekiss hat schon viel gemacht. Was haben wir noch? Warum noch irgendwo Flugattacke drauf? Was hat Dragoran gleich nochmal? Ja, Flügelschlag. Flügelschlag machen wir jetzt. Das ist genauso sehr effektiv. Das müsste auch reichen hier. Wir müssten auch outspeeden. Machen wir auch sehr schön. Ah, Alter, du hast nur einmal Doppelteam eingesetzt. Einmal Doppelteam hatte und schon missen wir hier eine Attacke nach der anderen und sind auch noch verwirrt. Und der Angriff wurde um +2 erhöht. Genau. Tempohieb. Ja, der macht uns aber nicht so viel. Ne? Der juckt uns gar nicht. So, kannst du jetzt bitte Nocturne ausnocken?
Nein, wir knocken uns lieber selber aus. Junge, das macht aber viel Schaden, ne? Alter Verwalter hier. Nächster Tempohieb juckt uns wieder mal nicht. Wir sind nicht mehr verwirrt. Oh ja, jetzt mit plus 2 angreifen hier, Kollege. Aber ist Flügelschlag überhaupt physisch? Ist ja doch egal, wir haben es geschafft, wir haben es besiegt. 2 Pokémon hat der Hartwig noch. Jetzt kommt Quappo. Das ist wahrscheinlich, das glaube ich, sein stärkstes Pokémon hier. Und für den Kollegen haben wir natürlich auch hier ein Elektro-Move drauf. Wobei der uns, wenn er hier Kampfattacken zündet, auch sehr effektiv trifft, da wir ein Stahl-Pokémon sind. Müssten wir ihn one-shotten, ja. Was anderes bleibt uns hier nicht übrig. Wir outspeeden auf jeden Fall schon mal, ja. Schon mal die halbe Miete hier. Mal schauen, wie viel Damage wir hier austeilen können. Na, mehr als die Hälfte schon mal gut. Das ist... Ah, Mann, er bleibt stehen. Und die normalen, in den normalen Rematches setzen die, glaube ich, Top-Genesungen ein. Aber jetzt ist er im gelben Bereich. Delegator, leck mich doch fett. Hätte er sich fast selbst umgebracht, der Kollege. Aber wir können ihn jetzt nicht killen. Schade. Ja, okay. Ja, genau, hier. In den normalen Rematches Top-Genesungen auf jeden Fall am Start. Nur halt nicht in dem Doppelkampf. Das wäre auch ein bisschen zu scheiße gewesen, ne? Wenn die dann noch Tränke einsetzen dürften. Wir haben es zwar getan und haben trotzdem verloren, ne? Top-Genesung, Top-Belebe haben wir eingesetzt. So, jetzt hier aber, Kollege. Ja, One-Shotten können wir wieder nicht. Du bleibst wahrscheinlich wieder irgendwo im gelben, roten Bereich stehen. Oder Volltreffer, das gibt's natürlich auch noch. Nein. Aber die Para. Die Paralyse sitzt schon mal. Und der Doppelteam, genauso einer hier, Alter. Doppelteam. Der Doppelteam-Spam läuft. Aber vielleicht haben wir Glück. Nee, er geht nochmal auf Top-Genesung hier. Spielt sich nichts ab. Alles nur Zeit. Ah, und direkt wieder gemisst hier. Schon wie. Wer hat die Attacke ab? Was ist denn hier los? Er Doppelteam nochmal. Ist gut, Freunde. Es kann sich noch ein bisschen hinziehen hier. Der Abend wird noch lang. Also für mich ist Abend. Ich weiß auch nicht, wann ihr es anschaut. Früh, Mittag, Abend, Nacht. Überall. Zu jeder Uhrzeit läuft das hier. Aber bei mir ist es Abend und das kann sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Wenn er jetzt nochmal Top-Genesung einsetzt, dann auf jeden Fall. Dann wird es sich noch eine Weile ziehen. Vor allem, da er jetzt nochmal Doppelteam eingesetzt hat. Flucht wird bald ins Maximum und jetzt will er Powerpunchen. Nicht dein Ernst. Wow, zum Glück treffen wir, ne? Wenn man den Powerpunch ja mittendrin unterbricht durch eine Attacke, die Schaden macht... Verfehlt er ja, glaube ich. Oder es schlug fehl, steht dann da, glaube ich. So, Kikli. Letztes Pokémon, Kampf-Pokémon. Hätten wir, ja. Psycho haben wir auch auf Rosana drauf. Ist genauso probat. Machen wir das zum Abschluss. Hartwig war jetzt hier nicht so eine große Gefahr wie jetzt Siegfried und Sandra. Aber auch sehr cool. Also sehr cool. Arena-Leiter Rematches sind eigentlich immer cool. Die machen verdammt viel Spaß. Weil die Arena-Leiter ja dann nochmal deutlich stärker sind als im normalen Spielverlauf. Das ist eigentlich eine coole Sache. Das fetzt auf jeden Fall. Kann man hier auch vor allem immer wieder machen. Jede Woche kann man die Arena-Leiter anrufen und zum Kampf erneut herausfordern. So kann man ja zum einen, Alter, leck mich. So kann man ja zum einen Geld farmen, gut trainieren, ja, und einfach Spaß haben. Das ist einfach cool. Und was machen wir denn jetzt mit dem Kollegen? Der kann uns doch nicht einfach hier one-shotten. Haben wir noch was gegen Kampf? Glaube ich nicht. Psycho und Flug fällt mir hier ein. Käfer, glaube ich, noch. Haben wir jetzt aber auch nicht dabei. Nehmen wir mal Heiko. Tornupto haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so oft gesehen. Zünden wir mal eine Lohe-Kanonade. Natürlich, genau. Hat er auch Doppelteam eingesetzt? Oder ich habe es gar nicht mitbekommen. Jetzt trifft man schon wenigstens mehr als die Hälfte. Das wäre cool. Dann sind wir safe unterwegs. Ja, sogar ein bisschen mehr. Er greift hier mit Feuer an, hat also nicht so viel in petto. Ich gebe mich noch nicht auf. So, Turmkick. Okay, Kampf. Macht uns jetzt auch nicht so viel, oder? Ja, doch mehr als gedacht. Der macht mehr als gedacht. Und zum Glück trifft die Lohe-Kanonade gleich nochmal. Ich glaube, die hat gar nicht eine 100er Genauigkeit.
die Lohe Kanonade, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Arenaleiter Hartwig besiegt haben. Das ist sehr cool. Und dann machen wir im nächsten Part mit den Rematches weiter. Haha, Kämpfe gegen dich sind immer ein riesiger Spaß. Das war das Wort zum Freitag. Das Video seht ihr am Freitag hier. Und genau, dann geht's morgen weiter. Nächste Rematches am Start. Vermutlich wieder zwei. Mit zwei Rematches kann man eigentlich immer guten Part füllen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und seid morgen wieder mit am Start. Bis dann und tschüss.